Nein. Fuck. Ich hab Glück gehabt, ey. Hi, liebe Software-Freunde, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne ein Software-Gewehrchen vorstellen, worauf ich mich insbesondere freue, weil ich glaube, das Ding ist nämlich ziemlich geil. Und zwar ein M4 von der Firma GSG, wobei GSG nur der Importeur ist, vom Hersteller D-Boys. Und zwar das M4 mit einem Grenade Launcher, der sogar funktioniert. Ein Granatwerfer, mit der ihr dann sogar Software-BBs ballern könnt. Und hier seht ihr jetzt die Verpackung und ja, hier seht ihr die Waffe in verschiedenen Variationen mit den Teilen, die jetzt hier in der Packung drin sind. Ein variables Hop-Up-System ist hier verbaut, ein 3-Punkt-Trageriemen ist mit dabei, Speedloader und verschiedene Railcovers für das Rissystem. Und ich würde sagen, wir packen das dann aus, beziehungsweise guck mal auf der Seite. Hier steht jetzt eigentlich nichts mehr weiter, ist ja auch zugeklebt hier das Ganze. So, machen wir das mal auf hier. So. Machen wir das Ding schön auf. Ging auf. So. Dann lass uns mal reinschauen hier. Wow, auf jeden Fall ist ziemlich viel drin, muss man ja sagen. Hier kommt uns auch schon die Bedienungsanleitung so ein bisschen entgegen. Schauen wir mal einmal ganz kurz rein. Aha, ist auf Chinesisch und auf Englisch. Haben wir hier noch irgendwas deutschmäßiges? Nö. Ich werde mir das Ding jetzt gleich nochmal durchlesen. Aber wir gehen jetzt erstmal den ganzen Inhalt hier durch. Ich finde es ja ziemlich geil, wenn die Verpackung hier, beziehungsweise wenn die Waffe hier eingeschweißt ist. Dann weiß man auf jeden Fall, okay, das Ding scheint neu zu sein. Und ich mache das jetzt hier auch mal auf die Assi-Methode. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Sorry. So, dann gehen wir das Ganze hier einfach mal durch. Hier oben befindet sich der Akkufach. Hier kommt das Akku rein, beziehungsweise den Akku können wir auch in den Grenade Launcher auch verstauen. Ich hole mal das Teilchen näher ran, dann könnt ihr es einmal begutachten. Das Ganze besteht hier aus Plastik. So sieht das Ganze hier aus. Da können wir hier auch nichts machen. Einfach auf, Akku rein und gut ist. Ne? Hier unten befindet sich auch die Schraube. Das kommt nämlich hier oben an die Picatinny-Schiene. So, dann haben wir hier einmal, komm raus, den Vordergriff besteht hier auch aus Plastik. Hier unten ist keine Schraube, sondern hier einfach nur noch runterdrücken und dann einklemmen das Ganze. Okay, dann haben wir hier oben einmal den 3-Punkt-Trageriemen. So, Gummi weg, gucken uns das Ganze hier einfach mal an. Aha, da kommt uns auch ein bisschen was entgegen. Fällt schon so ein bisschen auseinander. Okay, Einzelteile machen wir dann auch nochmal schön zusammen. So, dann haben wir hier einmal einen Schraubendreher, einen Kreuzschraubendreher, beziehungsweise doch, ist ein Kreuzschraubendreher. Und dann haben wir hier nochmal einen Speedloader, ne, kennt doch jeder. So, dann geht's mal weiter. Hier unten befindet sich der Akku. Und zwar haben wir hier einmal 2/3 Ampere, 1200 Milliampere, 1,2 Watt. Okay. Wie viel Volt hat das Ding? Ach Quatsch, 1,2 Volt. Ach so, ein so ein Ding, sorry. Ich glaube, das waren insgesamt 8,7, wenn ich mich nicht täusche. Lese ich nochmal nach, schreibe es dann nochmal rein. Dann haben wir hier einmal ein Ersatzmagazin. Besteht ja aus Metall. Ziemlich geil. Ja, das ist ein normales Low-Cap-Magazin, 48 Schuss. Und ja, wir haben ja zwei Magazine. Hier ist nämlich das High-Cap-Magazin. Diese umfasst nämlich 300 Schuss. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Teilchen, wo wir dann zum Zusammenbauen benötigen und so weiter. Gucken wir uns dann auch nochmal an. So, dann haben wir hier einmal, wie heißt das Ding? Ich habe es vergessen. Wie heißt das Ding? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall kommt das hier vorne dran. Anstatt des Risssystems, sage ich jetzt mal. Könnt ihr es hier schön dran befestigen.
Dann haben wir hier einmal das Ladegerät. Komm raus. So sieht das aus. Ein ganz schöner Oschi. Schön schwer. Ja, dann haben wir hier einmal BBs. Und zwar 6 mm. Stehen hier noch irgendwelche Grammzahlen drauf oder sowas. Aber ich schätze mal. Ja, ich möchte nicht gern schätzen. Naja, 0,2 Gramm oder sowas. Dann gibt es hier zweimal. Wie heißt denn das? Zwei Schulterstützen haben wir hier. Einmal Cranestock, genau, Cranestock Schulterstütze. So sieht das Ganze hier aus. Ich zeige euch das mal. Hier ist auch eine Gummierung. Besteht hier aus Plastik. Ja, I like it. Hier unten befindet sich dann auch der Schalter zum Verstellen. So, dann holen wir einmal den Grenade Launcher hier raus. So sieht das Teilchen hier aus. Hier befinden sich auch noch mal ein paar Drähtchen. Wie gesagt, hier können wir den Akku dann auch noch mal verstauen. Das Ding besteht hier aus Plastik. Ja, okay. Hier der Trigger. Sehr schön. Nochmal von der Seite, von oben, von der Seite, von unten. Mal ganz schnell. Ah, ein bisschen Dreck und so weiter. Naja, okay. Gut, legen wir mal das zur Seite. Und dann haben wir hier auch schon das Gewehrchen. Komm raus. Also Leute, das Ding ist ja mal echt geil. Das Ding wiegt ja mal ordentlich. Ich glaube 2,6 Kilo. Also mir gefällt auf jeden Fall schon mal die Waffe. Ziemlich realistisch, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal gleich das Ding hier einmal durch. Ne? Schön. Ach ja, dahinter befindet sich noch ein Reinigungsstäbchen. Und ich sage jetzt wieder, cool. Ja, Freunde, ich habe gestern noch mal eine Pause eingelegt und ich habe mir mal die Waffe etwas genauer angeschaut und in der Zeit habe ich auch den Akku laden lassen. Der muss nämlich für die Erstaufladung 12 Stunden am Netzteil hängen, ansonsten 7 bis 8 Stunden, bis er voll ist. Und der Akku ist jetzt voll. Hier seht ihr jetzt mal den gesamten Lieferumfang und man bekommt hier wirklich einiges mitgeliefert. Ein Zusatzmagazin, eine Zusatzschulterstütze, die sich auch noch mal so ein bisschen unterscheidet. Und der Hammer fand ich ja gestern, dass hier bei dem Speedloader bereits schon eine BB drin steckt. Das heißt, dieser wurde schon gebraucht. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal die Teile durch und zuallererst die Waffe. Die Softwarewaffe besteht überwiegend aus ABS-Kunststoff. Es gibt dennoch ein paar Teile, die jetzt aus Metall bestehen, wie zum Beispiel der Lauf besteht hier aus Metall oder das Magazin, zumindest das Gehäuse hier. Die Abdeckungen oben, unten bestehen hier leider aus Plastik. Das Rädchen besteht hier aus Metall. Ansonsten besteht die Software überwiegend aus ABS-Kunststoff. Das Gehäuse ist hier Kunststoff und auch die Gearbox besteht aus Plastik. Es gibt aber von D-Boys M4-Gewehre, die eine Metall-Gearbox haben. Diese wiederum nicht. Sehr schade. Dann haben wir hier einmal die Schulterstütze. Diese besteht hier auch aus Kunststoff. Und ich würde sagen, naja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie teilweise das Plastik hier schlecht verarbeitet worden ist. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen, wie die Farbe hier abblättert. Dann gibt es hier leider so eine kleine Macke. Hier ein bisschen schlecht ausgestanzt, aber überwiegend ist es dennoch in Ordnung. Und ich würde sagen, wir gehen das jetzt hier einfach mal komplett durch. Wir haben hier einmal dieses Mündungsstück, was jetzt aus Plastik besteht. Das wurde hier noch draufgeklebt. Das können wir jetzt hier nicht runterdrehen. Ja, Metalllauf. Dann haben wir einmal die Handguard mit dem Risssystemen, wo wir jetzt bereits schon ein paar Raycover hier drauf haben. Das können wir auch dann hier abziehen. Darunter befinden sich dann die Picatinny-Schienen, wo ihr dann verschiedenes Zubehör drauf montieren könnt, wie zum Beispiel den Akkufach. Und ja, den Akku, den könnt ihr machen wir das Ganze hier wieder zu. Und den Akku, da habt ihr ja verschiedene Verstaumöglichkeiten, sage ich jetzt mal. Wir können ja auch hier die Handguard auswechseln und hier können wir auch den Akku unterbringen. Allerdings haben wir dann hier keine Picatinny-Schienen mehr. Oder wir nehmen den Akkufach oder wir verstauen den Akku in den Grenade Launcher. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen. Dann haben wir hier auf der Seite einmal diesen Ring hier. Wenn wir den nach hinten drücken, können wir die Handguard dann auch rausnehmen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier einmal eine Seriennummer. Hier einmal ein Schalter, der keine Funktion hat. Dann steht hier GSG Kaliber 6 mm BB Energy unter 0,5 Joule. Dann haben wir hier einmal den Sicherungshebel. Und in dieser Stellung ist die Waffe gesichert. Semi-Automatik und Full-Automatik. Der Trigger bzw. der Abzug besteht aus Plastik. Hier hinten haben wir den Knopf. Den Hebel, sage ich jetzt mal, für die Schulterstütze, wo wir das Ganze hier ausfahren können. Und hier hinten ist das Ganze nochmal geriffelt, wobei die andere Schulterstütze eine Gummierung hat. Zeige ich euch dann nochmal. Drehen wir die Waffe einmal um.
Dann haben wir hier einmal den Forward Assist Button, der jetzt hier eine Feder hat, aber keine Funktion hat. Das ist, wenn das M4, sage ich jetzt mal, Ladehemmungen hat, dann können wir dann schön hier vorne draufhauen und dann wird versucht, die Munition hier ordnungsgemäß in den Lauf zu schieben, sage ich jetzt mal salopp. Hier stehen noch mal ein paar Bezeichnungen, Auto, Semi, Safe, hier gibt es keinen Schalter. Dann haben wir hier einmal den Magazin-Auswurf-Knopf. Wenn wir den betätigen, auf der rechten Seite, dann seht ihr, geht das Ganze hier so ein bisschen hervor und wir können das Magazin dann rausnehmen. Ja, dann haben wir hier oben einmal die Verschlussklappe, dahinter befindet sich das Hover-Up-System. Und wie wir das öffnen können, zeige ich euch. Dafür müssen wir hier diesen Ladehebel einmal betätigen, nach hinten ziehen. Und dann öffnet sich hier die Verschlussklappe. Hier ist auch das Rädchen für das Hover-Up-System. Und hier seht ihr auch das Plastik, ne? Wenn ihr das eingestellt habt, unbedingt wieder schließen, da darf eigentlich so gut wie kein Staub rein etc. Ja, und das war es eigentlich von der Seite hier, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir das Ganze nochmal von oben an. Hier oben haben wir einmal Kimme und Korn. Hier vorne können wir nichts machen, aber hier hinten gibt es nochmal zwei Visiervorrichtungen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt genau so sehen könnt. Einmal mit einem kleineren Loch. Und einmal mit einem größeren Loch. Und ja, die Kimme können wir auch, sage ich jetzt mal, verstellen. Also Höhen verstellen mit dem Rädchen hier. Das klackert auch schön. Und auch Seiten verstellen mit diesem Rädchen hier. Den Handgriff, den können wir auch abmontieren. Und darunter befindet sich auch nochmal eine Picatinny-Schiene. Da könnt ihr dann auch ein Red Dot montieren. Das hier vorne könnt ihr dann auch abnehmen. Somit ist es dann auch nicht im Weg, sage ich jetzt mal. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Schön. Dann zeige ich euch mal den M203 Granatwerfer. Der besteht eigentlich überwiegend aus Plastik. Das Einzige, was nicht aus Plastik besteht, ist dieser Bügel hier. Den braucht ihr dann zum Befestigen an die eigentliche Waffe. Und das Geile ist ja, das Ding ist ja wirklich funktionstüchtig. Wir haben ja ein Federdrucksystem. Wir können ja BBs reinladen. Insgesamt 10 Schuss. Und dann einfach nachladen, also so nach hinten ziehen. Und hier befindet sich der Abzug und dann einfach abballern. Und hier ist auch der Sicherungshebel. Und in dieser Stellung ist die Waffe gesichert und in dieser Stellung wieder entsichert. Dann haben wir hier oben einmal ein paar Drähtchen zur Verlängerung, weil hier haben wir ein Akkufach. Wenn wir das hier einmal aufschieben, dann können wir hier den Akku anschließen und verstauen. Ja, und das Magazin befindet sich hier unten. Das zeige ich euch mal, wie man das jetzt hier rausholt. Da müsst ihr hier da drauf drücken, sage ich jetzt mal, und dann einfach hier vorschieben. So, und dann gibt es hier nochmal den Magazin-Auswurf-Knopf und hier passen insgesamt 10 Schuss rein. Laden und dann einfach hier schauen, dass es wieder gerade eingeführt wird. Zack. Und fertig, das war's. Echt ein geiles Teil, ich freue mich schon. Wie ihr das Risssystem bzw. die Handguard wechseln könnt, zeige ich euch. Dafür müssen wir hier hinten den Ring einmal nach hinten drücken. Und dann nehmen wir zuallererst den unteren Teil hier raus. Und dann den oberen Teil, da bitte Achtung auf die Drähte. So, jetzt heben wir das hier einmal hier hinten raus. Und dann versuchen wir mal den Stecker hier behutsam durch das Loch zu führen. Hier sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und ja, so ist das Ding jetzt hier weg. So sieht das Ganze jetzt ohne Handguard aus. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie ihr diesen Handguard hier befestigt. Einfach aufmachen und hier auf der einen Seite befinden sich so Hervorhebungen. Die sind nämlich für den Akku gedacht, den legen wir jetzt hier einfach mal rein. Dann verbinden wir hier diese Steckverbindungen und dann nehmen wir die eine Seite, setzen das hier so unten an, schauen, dass es hier richtig schön ineinander geht. Und dann schieben wir das so hoch, den Ring nach hinten und das war's. Die Oberseite genauso, hier einfach ansetzen, schauen, dass es ineinander geht. Den Ring nach hinten und fertig. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja, Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr diesen M203 Granatwerfer hier an das Gewehr montiert. Dafür brauchen wir hier dieses Päckchen mit diesen Teilchen hier. Da müssen wir so ein bisschen montieren. Das gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Als allererstes montieren wir den Granatwerfer an den Lauf. Dafür brauchen wir die Teile hier und einmal diese kleine Schraube. So, dann legen wir mal los hier. Hier auf der Vorderseite seht ihr auch das Löchchen. Das führen wir dann einfach hier ein. Dann die
kurze Schraube da rein. Beziehungsweise auf der anderen Seite. So. Das war doch noch nicht alles, oder? So, als nächstes brauchen wir den Bügel hier mit der Schraube und das ist echt Fummelarbeit. Ich muss es gerade off-cam so mal ein bisschen austesten, wie das Ganze hier so funktioniert. Ihr müsst das Ganze hier einmal so über den Lauf drüber machen, sage ich jetzt mal. Und dann aufpassen, dass dieser Bügel vor dem Magazin eingehakt wird, sage ich jetzt mal. Und dann noch gleichzeitig, dass dieser Scheißbügel... ja, jetzt ist es natürlich noch mal schlimmer, vor der Kamera das Ganze durchzumachen. Ist klar. So, dann gucken wir mal. Zack. Es ist halb drinnen. Scheiße, jetzt ist es so ein bisschen schräg. Und ich hoffe, das passt jetzt soweit. Drücken wir es noch mal ein bisschen nach. Gucken wir mal. Ja, das sieht eigentlich sehr gut aus. Und dann kommt die Schraube hier durch. Schauen wir mal. Am anderen Ende, wie es da ausschaut. So Freunde, ich habe das jetzt doch noch mal ganz kurz off-cam gemacht. Im Prinzip ist es ganz einfach, den Bügel hier einmal drüber und die Schraube dann hier durch. Das war gerade echt eine scheiß Fummelarbeit, muss ich sagen. Und wir können jetzt hier verschiedene Handguards-Abdeckungen verwenden. Einmal diese hier, beziehungsweise diese hier. Da können wir hier den Akku verstauen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Akkufach hier dran montieren. Oder wir nutzen halt diesen Akkufach mit diesem Rissystem, sage ich jetzt mal, mit dieser Handguard. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal diese hier dran und guck mal, wie das Ganze hier so funktioniert. Oder ihr könnt natürlich auch den Akkufach hier in dem Granatwerfer hier verwenden. Dafür müsst ihr einfach nur diese Verbindungen hier einmal... Ne? Geh doch rein, du Vollkopf. So. Sobald ihr hier die Steckverbindung dran habt, könnt ihr hier vorne das hier vorschieben. Dann hier den Akku einmal einstöpseln. Und dann einmal hier drin verstauen, sage ich jetzt mal. Erstmal so rum, oder wie macht man das hier? Ja, so sieht es doch ganz gut aus. So, die Verdeckung wieder. Fertig, sehr schön. Gucken wir mal, ob das noch geht. Sauber. Und dann machen wir hier nochmal diese Abdeckung hier drauf. Und ja, fertig ist das Ganze hier. Wobei das jetzt echt beschissen aussieht. Ich verwende doch die andere. Und zwar diese hier. Da müsst ihr dann halt aufpassen, dass diese Auskerbung quasi hier auf der Vorderseite ist. Und dann drücken wir das einmal hier so rein. Perfekt. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, wunderbar. Und so sieht es jetzt komplett fertig montiert aus. Geil. Bisschen Scheißarbeit, aber ist okay. Im Prinzip gibt es drei Verstaumöglichkeiten für den Akku. Einmal hier in den Grenade Launcher oder hier in den Handguard. Oder man nimmt hier die Batteriebox und das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Einfach hier Deckel aufreißen. Da könnt ihr auch nichts kaputt machen. Und dann legen wir die Batterie rein. Einmal hier feste reindrücken. Und dann gibt es hier so eine Aussparung für die Käbelchen, für die Drähte. Einfach hier wunderschön reinlegen. Deckel drauf. So. Und dann auf diese Riss-Handguard drauf montieren. So. Und dann diesen Stecker hier einfach durch die Löcher hier durchpulen. So, sehr schön. So, ich habe jetzt hier die Steckverbindung nach außen gelegt. Nach innen konnte ich sie nicht verlegen. Das hat einfach nicht gepasst. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür. Aber einfach mal so zum Zeigen. Hier ist jetzt die Batterie drin. Hier ist jetzt leider die Steckverbindung. Ja, passt soweit. Und funktioniert natürlich. Ne? Ja, Mann. So, zu allerletzt noch die Schulterstütze. Es gibt zwei verschiedene Crane-Stock-Schulterstützen. Wie wir die abmontieren können, zeige ich euch. Wir gehen hier einfach mal ganz zurück. Und dann drücken wir das Ganze in die Richtung. Und schon können wir das Ganze hier lösen und die andere drauf montieren. Wirklich sehr easy. Hier genau das Gleiche. Einfach hier runter drücken. Und dann ist das Ding hier auch schon drauf. Yay!
Bevor wir zum Schusstest kommen, möchte ich euch gerne ein paar technische Daten sowie ein paar schöne Aufnahmen von der Waffe mit auf den Weg geben. Bei dem M4 handelt es sich um eine kompakte Version des M16A2, welches auf dem M16 bzw. auf das XM177 basiert und ist ein hochwertiger Nachbau vom Hause D-Boys. Es ist eine AEG-Waffe mit 6mm Kaliber und hat ein Gewicht von 2675 Gramm und hat eine Gesamtlänge von 770 bis 855 mm. Das Magazin hat eine Kapazität von 48 Schuss, beziehungsweise das High-Cap-Magazin sogar bis zu 300 Schuss. Das M4, was ihr hier seht, ist fertig montiert mit dem Granatwerfer M203, was einen zusätzlichen Batteriefach enthält und das ist wirklich sehr praktisch. Zusätzlich im Lieferumfang befindet sich auch eine zweite Cranestock-Schulterstütze sowie mehrere Zusatzgriffschalen. Zusätzlich hat die Waffe noch ein RIS-System, was ein Standard ist für Rail-Zubehör. So Freunde, endlich kommen wir zum Schießen und ich freue mich richtig. Ich bin wirklich gespannt, wie das Schussbild ist. Ich werde eine Distanz von 10 Meter schießen, 0,1 Gramm BBs, einmal Semi-Automatik, Vollautomatik und auch den Granatwerfer. Und dann schaue ich mal, ob ich mit 0,2 Gramm BBs schieße. Auf jeden Fall wird es geil, denke ich. Fünf Schuss Semi-Automatik. Okay, das waren jetzt mehr wie 5 Schuss, aber es bockt einfach so, voll geil. Dann werden wir mal mit Vollautomatik drauf bremsen. Geil! Wirklich sehr, sehr geil. Dann probieren wir noch mal den Granatwerfer. So, auf geht's. Okay. Also präzise ist was anderes. Die Kugeln fliegen kreuz und quer. Aber womit soll ich auch zielen, gell? Aber trotzdem geil, wenn der Akku mal leer ist oder sowas, könnt ihr immer noch mit dem Granatwerfer so ein paar Schüsse abgeben. Klar, wenn der Gegner 5 Meter vor euch ist, gar kein Problem. 10 Meter wird problematisch. Ja, meine Freunde, kommen wir zu meinem Fazit zu diesem M4-Gewehr und das Ding ist echt geil, muss ich sagen. Momentan kostet das Gewehr auf Amazon 100 Euro. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr darüber was kauft, erhalten wir eine kleine Provision und somit könnt ihr uns dann auch so ein bisschen unterstützen. Der Preis ändert sich überhaupt nicht für euch. Der Preis bleibt gleich. Und ja, kommen wir nochmal zurück zur Waffe. Mir gefällt auf jeden Fall die Waffe wirklich sehr, sehr gut. Es macht unheimlich viel Spaß damit rumzuschießen. Besonders im Vollautomatik. Sehr geil. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal die zwei Schussbilder, einmal Semi und einmal Vollautomatik. Und was wir hier sehr gut erkennen können, dass die Treffer überwiegend mittig sind. Wir haben hier zwar ein Streufeld von circa 10 cm, hier unten genauso, aber das ist wirklich sehr gut, wenn man jetzt noch eine ruhige Hand hat und das Wetter so ein bisschen mitspielt, es war noch ein bisschen windig, dann landet man hier und da mal einen sehr schönen Treffer, muss ich sagen. Die Waffe funktioniert wirklich sehr zuverlässig, besonders im Vollautomatikmodus, da gab es jetzt eigentlich gar keine Leerschüsse. Und so einen kleinen minimalen Rückstoß hat man dann auch so verspürt, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was ein bisschen doof ist, wenn der Akkufach hier auf der Picatinny-Schiene drauf montiert ist, stört es so ein bisschen Kimme und Korn und so weiter. Aber ansonsten gefällt mir die Waffe wirklich sehr gut. Von der Verarbeitung her ist es okay. Optisch muss man ja sagen, okay, hier und da hat es ein paar unschöne Macken. Warum auch immer, weiß ich nicht. Den Granatwerfer, den könnt ihr so ein bisschen vergessen. Zielen, tja, ist ein bisschen schlecht. Aber für Ziele, die jetzt 5 Meter entfernt sind, die trifft ihr dann damit auf jeden Fall. Und wenn der Akku mal leer ist, habt ihr hier nochmal 10 Schuss, wo ihr dann ballern könnt. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich finde es ja geil, dass wir auf jeden Fall jede Menge Zubehör haben. Ein Ersatzmagazin, nochmal eine zusätzliche Schulterstütze, den Granatwerfer. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir haben ja auch das Risssystem für verschiedenes Zubehör, was wir da auch dran klemmen können. Wir können auch das Akkufach hier seitlich reinmachen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, ansonsten gefällt mir wirklich die Waffe sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Däumchen da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ich bedanke mich. Bis dann.
Ciao. Jetzt muss ich noch den Scheiß hier aufräumen. Fuck.